So, willkommen zurück hier bei Starbound. Und ich war eigentlich unter der Erde. Hab dann gespeichert. Die Folge war ja beendet und jetzt habe ich wieder eingeloggt und stellt fest, ich bin wieder auf dem Schiff. Also, das funktioniert nicht, dass wir da unten, wie soll ich sagen, bleiben können. Und uns dort sozusagen in der Erde mal einbuddeln. Ich bin jetzt gerade mal am gucken, das muss ja irgendwo hier drüben gewesen sein. Genau, da haben wir den Abstieg schon. Da gehen wir natürlich nochmal runter, ist ja ganz klar. Ja, ich bin hier ein bisschen am Kämpfen mit Fingerfertigkeiten, weil es ist halt dieses, man muss nach unten springen, das ist irgendwie, ist das ein bisschen komisch. So, und dann bin ich hier rüber. Hier sind überhaupt keine Monster. Die sind alle... Sind die alle noch tot? Das ist irgendwie strange. Haben wir das geklärt und deshalb ist noch leer wahrscheinlich. Ja, schaut zumindest so aus. Hier oben mal so ein bisschen abbauen. Pixel, Pixel, Pixel. So, das Zelt nehmen wir mit. Das Gestänge bauen wir ab. Wir bauen alles ab, was wir irgendwie vielleicht gebrauchen können. Wir müssen die Chance nutzen. So, hier mal reingucken, was haben wir hier? Eine Harmonika, das ist ja mal cool. Und Pixel. Und hier haben wir drin ein Zweihandschwert. Damage per Swing 10. Das ist äußerst interessant, weil das hier hat Damage per Swing 5. Also, stärkeres Schwert, eingepackt. Ja, das ist nicht ganz so schnell, ihr seht's. Also ich klicke ganz häufig und ganz schnell und ganz viel. Das ist nicht so schnell, aber ich glaube, das macht Mods mehr Bums. So, wir gucken gerade mal, wo es da hingeht. Da geht's nach unten, da geht's nach oben. Wir nehmen hier die Kisten noch mit. Und dann gehen wir... gehen wir nach oben oder... Die Frage ist, geht man hier überhaupt nach oben? Das sieht nämlich gar nicht so aus, als ob wir nach oben gehen könnten. Das sieht so aus wie... Ja, da ist eine Decke. Das wird hier nur abgestützt, sozusagen. Das ist natürlich blöd. Ja, dann... nehmen wir mal ein bisschen was von dem Zeug hier mit, würde ich auch mal sagen. Weil, was wir hat, das hat man. So, einfach wieder alles einpacken. Hier haben wir noch eine Kiste. Aha, aha, aha. Da haben wir Kupferbarren. Da haben wir Pixels. So, das brauchen wir nicht mehr. Oh, da haben wir so ein Ziegenmeckergeräusch. Da sind bestimmt wieder irgendwelche Monster. Ja, je knuffiger die aussehen, umso gefährlicher sind die hier in dem Spiel. Ich versuche jetzt hier wieder verzweifelt von der Treppe runterzukommen. Und hier unten ist auch Schluss, wie es aussieht. Okay. Ja, dann haben wir hier das Ende... dieser Gänge erreicht und was wir jetzt machen könnten, wir natürlich weitergraben oder uns selbst da durchgraben. Natürlich noch die Frage, ob das irgendeinen Sinn macht. Was einen Sinn macht oder was einen Sinn machen könnte, wäre, wenn wir uns hier mal schnell eine Abkürzung verschaffen. Einfach mal hier durch die Mitte durch. Ich will da runter, genau.
Ich hoffe nur, dass wir nicht irgendwie Sand auslösen, der dann so richtig schön ins Rutschen kommt. Die Musik hier im Spiel ist genial. Also wer es bei Humble Bundle im Store gekauft hat, der hat ja den Soundtrack auch bekommen. Und allein für die Musik, ja, das Spiel kostet, ich glaube, umgerechnet, wenn man es von Dollar nimmt, 11 Euro. Und der Soundtrack ist dabei, im Gegensatz zu Steam. Das ist ja der Witz an der ganzen Geschichte. Deshalb habe ich ja auch dazu aufgerufen, da Humble Bundle und so weiter, beziehungsweise nicht aufgerufen, sondern habe es hingeschrieben, dass es dort billiger ist. Wer meine Kommentare gelesen hat, oder beziehungsweise wer meine Beschreibungen liest, der findet so Dinge auch. Ich weiß nur, dass sie die meisten eben nicht lesen. Du bist kein friedlicher Vogel. So. Und er hat Gift gesprüht. Und dann ist hier auch Schicht im Schacht. Okay. Im wahrsten Sinne des Wortes ist hier Schicht im Schacht. So, gucken wir mal rein. Was haben wir denn hier? Rope. Ein Seil. Ein Seil, das haben wir immer gern. Und Kohle, die nehmen wir natürlich auch mit. Was kann das Rope? A length of ropes. This must be useful for something. Ja, Können wir, glaube ich, Sachen mitbauen. Ein Medic-Kit. Auch nicht verkehrt, kann man immer gebrauchen. So, dann bauen wir das alles mal ab, was wir abbauen können, was wir jetzt gelehrt haben. Ich bin ja so einer, ich packe alles ein. In so Spielen bin ich so, da packe ich alles ein. Gleiches war auch in Online-Rollenspielen, mache ich das auch immer. Alles, was ich finde, was irgendwie aussieht, als könnte man es für irgendwas gebrauchen, wird eingepackt. Deshalb haben meine Online-Rollenspiel-Charaktere auch all ein Inventar, was meistens total überfüllt ist. Und da bin ich momentan bei einigen Spielen so ein bisschen, wie soll ich sagen, habe ich da leichte Probleme mit. Hängt daran, dass man dort eben einfach Probleme bekommt, wenn man eben Sachen im Inventar hat. Das gibt's da nicht. Wenn man Sachen im Inventar hat und dann wird man eventuell getötet, dann verliert man Dinge, die man im Inventar hat. Deshalb bin ich da gerade am Kämpfen. So, hier drüben geht's weiter, aber wir wollen den Weg einhalten. Ich bin nur gerade am Überlegen, ob wir hier die Fackeln mitnehmen sollen, weil jetzt mal ganz im Ernst, so viel haben wir davon nicht mehr. Wäre schade, wenn wir die verschwenden würden. Bis hierher wird das nicht holen, das fällt runter, ja, super. So, da gehen wir hoch. Bauen wir hier noch Sachen ab, die wir gebrauchen können? Ja, das ist halt immer so die Frage, sollen wir die Dinge abbauen oder sollen wir die da lassen, wo sie sind? Das Holz können wir mit Sicherheit gut gebrauchen, also ich meine, da brauchen wir uns nicht lange Gedanken zu machen. Eigentlich muss ich sagen, ich nehme das alles mit. Ich habe halt Angst, dass die Decke runterkommt, aber das passiert hier ja nicht. Aber das lässt sich auch gar nicht abbauen irgendwie. Die Hacke ist gut für Bäume, aber nicht um so Sachen abzubauen. Wooden Supporten, Wooden Planks. Daraus ist das hier gebaut. Gibt auch schon mal einiges an Aufschluss darüber, wie man Dinge bauen kann hier. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, was ist das hier hinten? Was ist das hier? Ist das Holz? T-
Tatsache, das ist Holz. Tja, reißen wir das auch mal raus. Was packen wir da rein? Erde. Holz rausgerissen, Erde reingepackt. Wir sind da ganz uneigennützig. Wir nehmen mit, was wir kriegen können. Draußen wird es langsam wieder hell. Momentan scheint es dort dunkel zu sein. So. Zugleister, damit es nicht einstürzt. Ja, ich will es jetzt nicht übertreiben. Also wir könnten hier, ihr wisst jetzt, was ich meine. Wir könnten hier eigentlich alles, alles abbauen, was wir finden. Was halt eine hammercoole Geschichte ist, weil wir uns hier eine Vollausstattung besorgen könnten, was Holz und Sachen betrifft. Was haben wir da hinten? Sandstein. So, draußen wird's hell. Man sieht's hier, dass da so ein bisschen Morgenröte reinfällt. Ja, ich bin am überlegen, komm, wir nehmen die, also die Fackeln sollten wir mitnehmen. Da haben wir nichts zu verschenken. Falscher Knopf gedrückt, beinahe hätte ich die Wand eingerissen. Kann übrigens auch ein gutes Hilfsmittel sein. Wenn man keine Fackeln hat und will trotzdem hell haben, macht man das einfach so. Und schon haben wir hell. So, das Zelt nehmen wir auch mit. Ich bin noch am überlegen, ob wir die Leuchter einpacken sollen. Aber noch können wir die ja gebrauchen, weil da unten waren wir ja noch nicht. Da wollen wir jetzt hin. Ich bin gespannt, was wir hier finden. Ganz viele Trommeln oder was das? Metal Barrel ist hier eigentlich keine Trommel. So, da haben wir eine Laterne. Laternen sind auch schick, weil die kann man ganz teuer bauen. Das war jetzt nicht so clever. Mal gucken, ob wir Licht kriegen, wenn ich hier ein Loch mache. Nö, ist scheinbar zu niedrig. Zu tief unten. Ja, hier schön Holz und alles verarbeitet, was man, wie gesagt, mitnehmen könnte, wenn man denn es darauf anlegen würde. Kann man hier unten alles abbauen. So, wir sind wieder ein bisschen satter als vorher. Also wir finden hier unten gerade Pixel ohne Ende in den ganzen Truhen. Ich würde gerne mal wissen, wer hier vorher war. Whiskyflasche. Können wir uns wegreißen mit. Brauchen wir bestimmt wegen Kochrezept Alkohol oder Whisky oder sowas. Oha, da unten wird's interessant. Ich glaube, hier sollten wir mal eine Fackel setzen, damit wir das besser im Überblick haben. Bleibst du hier? Nicht abhauen, liebe Pixels. Da wollte ich mich ja durchgraben vorhin. Wäre vielleicht nicht mal eine schlechte Idee gewesen, sich da durchzugraben. Wie weit kann ich denn hier? Da hänge ich noch fest.
Was ist das für ein Zeug? Habe ich es richtig gelesen? Das ist aus Fleisch gemacht. Leute, jetzt wird's eklig. Was zur Hölle haben wir da gefunden? Das ist irgendwie... seltsam hier unten. Das macht mir so ein bisschen Sorge. Das erinnert mich irgendwie... Star Wars, wisst ihr? Dieses komische Vieh. Nicht, dass wir da in Lebewesen reinkrabbeln oder so. Ich weiß, ich denke jetzt ein bisschen abgespaced, aber... Uah. Und kalt ist es hier unten. Und hier drin gibt es jede Menge Schätze, also als ob man mich da reinlocken wollte. Es wird hier gerade verdammt kalt. Mal eine Fackel setzen. Das hat schon was von eklig hier irgendwie. Das will ich mir mal genauer angucken jetzt, was ich da abgebaut habe. Das ist Verschwindiwurst, oder? Nee, da. Ein Fleischblock. Alter, wie eklig ist das denn? Boah. Die Pixel treiben mich da runter. Es kommt mir vor wie die Falle meines Lebens. Komme ich da wieder hoch? So, die haben wir mal platt gemacht. Ne, jetzt mal ohne Scheiß. Da sind Knochen, da ist Was zur Hölle ist das denn da unten? Ich will hier weg. Das entwickelt sich ja zu einem Horrorspiel hier und da haben sie noch Kohle drin. Bitte, wer kommt noch auf so Ideen?